Länger als in diesem Jahr kann die Adventszeit rein kalendarisch gar nicht dauern. Und trotzdem kommt Weihnachten wieder so plötzlich. Der Adventskranz ist aufgehängt, die Weihnachtsbeleuchtung am Haus installiert, Geschenke sind besorgt, fast alle Weihnachtsfeiern überstanden und die Weihnachtskarten sind verschickt. Was fehlt, ist der Weihnachtsbaum. Es gibt normale Tannen, die eigentlich Fichten sind. Es gibt Nordmann-Tannen, Blaufichten oder Kiefern. Aber ökologisch ist das doch nicht zu verantworten. Bäume absägen, nur um sie für wenige Tage ins Wohnzimmer zu stellen? Dann doch lieber ein Bäumchen im Topf, das im Garten weiterleben kann. So wie die fünf anderen vor ihm, die dann doch zu Ostern nur noch braune Nadeln hatten. Oder einen künstlichen Baum zum Aufklappen, wie ein Regenschirm oder zum Aufblasen. Steht der auserwählte Baum dann endlich am heiligen Nachmittag im Wohnzimmer, kommt das nächste Problem. Egal ob Blaufichte oder Kunststoff. Wie soll er geschmückt werden? Nur mit Strohsternen war den Kindern zu uncool. Und früher war mehr Lametta. Ob die Kerzen elektrisch oder aus Bienenwachs sein sollen, wird zur weltanschaulichen Frage und muss später ausdiskutiert werden. Ach, man müsste sich ein kleines Bäumchen fix und fertig zuschicken lassen können, um es dann nur noch aufzustellen.